So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5, Rang 39. 0 Münzen aktuell und trotzdem noch unser Ninja Shop ausgebaut hier. Unsere Ninja Schule. Bald Stufe 3 und bald Stufe 4. Erschafft ein Schattendouble eines Ninjas aktivierte Fähigkeit. Und mir wurde in den letzten Kommentaren was geschrieben. Und mal gucken, ob wir das jetzt testen können. Das werden wir gleich sehen. Erstmal gehen wir zu den Zwischentüftlern. Und haben hier schon. Was haben wir da alles schon gemacht? What the fuck? Genau, hier sind wir Dschungel, aber würde ich sagen, auf geht's, leicht $150 und go. Auf Schwierigkeitsstufe leicht kosten Türme, blablabla, okay, das kennen wir ja alle schon. Jetzt die Frage, wohin? Theoretisch, wenn ich den so entpacke. So hier, müsste der theoretisch auch funktionieren, dass er da oben, ja, ist natürlich schwierig jetzt, ne? Macht aber keinen wirklichen Unterschied gerade. Ich muss es hier hinpacken. Gut, dann packen wir das hier hin. Kann zwar ein bisschen dauern, aber da wir nur einen Turm immer bauen können. Alter, ist das schwierig. Ja, doch, das kann durchaus schwierig werden. Das ist so cool, wie sie einfach da hinten oben lang gehen. Tja, wie machen wir das jetzt? Das ist ja beschissen. Wenn wir in der Einballung durchkommen, dann sind wir richtig angearscht. Gut, dann werde ich hier oben. Hier hinten werde ich noch einen Magierballon in Magierdings hinpacken. Magieraffen. Okay, das kriegt er hin. Ninja-Disziplin. Ja, warte mal ganz kurz. Erstmal die Ninja-Disziplin ausbauen. Spitze Schuriken. Okay. So, das ganz gut funktionieren. Ist halt ein Ninja Affe, ist cool, richtig cool. Der kriegt das schon hin. Es ist ziemlich gefährlich, sag ich mal. Aber da oben ist auf jeden Fall der Magier hin. Hier hin. Hier muss Magier. Dann werden wir vielleicht hier ein Affendorf hinpacken. Ich werde sofort einen Magier hinbauen müssen. Sonst sieht es schlecht aus. Ich hab ein bisschen zu viel Angst, dass da durch die Ballons durchkommen. Ein Affenlehrling. Dann würde ich sagen, packen wir den. Machen wir das Ding da unten weg. Ich will die Range sehen, okay, kriegen wir nicht hin. Würde ich sagen, machen wir. So bringt es eh nichts. Dann würde ich sagen, machen wir die Range hier so hin. Dann wir gleich das Affenlauf nämlich bauen. Wobei, wir brauchen da unten ja auch noch ein Dings. Ach, scheiße. Wie machen wir das am besten? Mach es hier hin. Weil ich da unten die Eisenballons kaputt machen muss. Wir müssen es hier hinbauen. Das war ein Mill aber auch, ey. Gut, dann schauen wir mal. Der Affe ist erstmal nur da, um die Feuerkugel gleich. Ja, wie gesagt, okay, bis Runde 20 kommt ja noch keiner. Noch kein Eisenballon, aber trotzdem schon mal wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo packen wir das denn hin. Würde ich sagen, es gehen wir so einen Doppelschuss. Oder ein Affendorf. Affendorf oder Doppelschuss gleich? Wobei ich jetzt mein Affendorf nur zu mehr hinpacken könnte, richtig effektiv. Das ist eine gute Frage. Machen wir Doppelschuss, denke ich mal. Scheiß aufs Affendorf jetzt erstmal. Zack. Schwierig, die Map ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Aber hier kommt auch immer nur ein Moab, also entweder von hier oben kommt Moab oder hier unten. Das ist aber nicht gerade besser. Ich brauche einen Superaffen jetzt erstmal. Schon mal klar. Wie so eine Kettenreaktion. Bam, bam, gehen wir bis hinter. Bis hinter durch. Das zieht sich bis hinten durch. Vielleicht können wir da oben auch ein Dings, einen Klebstoffschützen hinbauen. Das wäre auch ganz cool. Ich mache das mal ganz kurz, ob das wirklich kaputt geht. Ich verstehe das nicht. Was das bringt. Müssen wir noch ätzende Clips. Machen wir das jetzt so halt. Machen wir das so. Der flatscht alle voll und da kommen kaum welche lang. Sehr schön. Schnelle Bloons. Ja, der Klebstoffschütze kann schon was. Schon cool. Mehr brauchen wir aber auch nicht. An Skills auf unserem Schützen.
Ablenkung können wir noch skillen. Feuerkugel. Bam, bam. So, intensive Magie und jetzt 1020 für den Blitzschlag. Und dann können wir für den Dings sparen. Für den Superaffen. Platsch. Ist nützlich, definitiv. Ach so, ich glaube, dieser Skill, das mit den Durchsaugungen, ist auch dafür, dass die unteren dann, genau, hier seht ihr nämlich schon, die sind auch schon nämlich voll gesaugt damit, dass die unteren dann auch noch voll gesaugt werden damit. Ich glaube, das ist das, was die damit meinen. Oh, das ist ein Tarnballon. Piu, piu. Ach, die Herzen kann ja gar nicht voll schleimen. Ist ja interessant. Oder die Gelben kann er nicht voll schleimen, das kann auch sein. Dass die Gelben immun sind gegen, ja, und achso, der trifft die einfach nicht. Ha, die sind zu schnell. Der trifft die nicht. Hätte aber auch sein können, dass sie immun gegen den Dings sind. Gegen den Schleim. Ich brauche definitiv einen Superaffen. Ich hasse diesen Map wirklich. Ich hasse sie jetzt schon auf Mittel und so weiter spielen zu müssen. Gib mir jetzt schon mega auf Keks. 700 fehlen noch. 600. Platsch, platsch. Ja, die regenerieren sich natürlich auch wieder, wenn sie lange Zeit kein Dings bekommen, keinen Schaden von den... Aber generell, sie regenerieren sich einfach, selbst wenn sie Schaden bekommen. Das hätten sie gerade auch nicht regenerieren dürfen, als sie voll geschleimt wurden. Haut schon gut rein, muss ich sagen, der... So, wo packen wir den am besten hin? Das ist so mittig, wa? Dann werde ich das Affendorf direkt darunter packen. Ich werde wirklich ein Affendorf hinbauen müssen. Sonst schlecht, wenn nicht. Ja, erstmal auf den stärksten gehen. Affen sind, können wir auch noch machen. Dann kann er auch Dings angreifen. Ninja Balloons. So, sehr schön. Auf jeden Fall sehr cool. Aber ein sehr, sehr schwieriges Level, finde ich. Also allein ist schon ein sehr, sehr schwieriges Level. Batsch, batsch. Feuerbälle. Ja, 50.000 Tarnballons. Lame, lame, lame. Naja, zu wenig Range. Aber das wird sich gleich ändern. So, zack, da soll das Affen noch auf den Ninja noch beeinflussen. So, Affenleuchtfeuer. Ach, wie schön. Was für eine Range das jetzt hat. Ah, da kriegt er schon hin, der Superaffe. Der Klippstoffschütze ist halt gut gegen die Eisenballons dann, die sind ja schon recht langsam. Dann trifft er die auf jeden Fall. Die Range! So genial. So, dann erstmal Laserstrahlen skillen für noch 800. 600 waren es noch gewesen. Oh, ich habe Leben schon verloren. Interessant. Ich sehe meistens immer nicht, wo die Ballons langkommen, wenn ich Leben verliere. Das war bei dem einen auch so gewesen. Ich habe die Ballons nicht gesehen. Die angeblich schon durch sind. Aber egal. Dschungeltrommel nochmal 15% schneller angreifen. Affenfestung auch noch machen. Platzen mal schneller durch hier durch die Ballons. Keramikballons, da sind sie schon. Gefährliche Biester. So, zack, noch eine höhere Range. Und hier brauche ich nicht mehr skillen, aber beim Dings jetzt noch, obwohl, da auch nicht mehr. Blue Nizu werden wir hier noch skillen, da ist er ja schon. Genau, er reicht auch schon 10% schneller an. Hatte ich schon gekauft gehabt, ne, genau. Reicht 10% schneller an. Klebstoffkleckse. Könnte man auch machen, theoretisch. Aber da unser Superaffe jetzt schon da hinten regelt ohne Ende, theoretisch hätten wir das uns dann auch sparen können. Aber egal. Ach, die Schuriken sind toll, die fliegen einfach überall herum. So, gleich Plasmastrahlen, 300 Money. So, nächste Runde kommt Moab. Nächste Runde ein Moab. Der Superaffe ist zu doof zum Treffen. Die verarschen im Regelrecht.
Wirklich fies. Bam, bam. Rang 40. Oh, coole Sache. Schaltet die Upgrades der vierten Stufe von der Nagelfabrik. Nagelsturmfähigkeit bedeckt die ganze Strecke mit einem dichten Nagelteppich. Und Nagelfabrik, Nagelminen, Nagelbälle explodieren, wenn sie alle Nägel verloren haben. Das ist cool. Beides ist cool. Können wir theoretisch beides nochmal testen. Da ist der Moab. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Es ist nur abgelenkt worden nach hinten. Mehr nicht. Können wir den Skill benutzen? Welcher Dings war das jetzt gewesen? Welcher Weg? Tja. Ah, hier unten ist jetzt das I. Das war gerade weg gewesen. Da ist die Nagelfabrik. Okay, der untere Zweig. Naja, zu teuer. Sehr teuer. Aber zumindest werden erstmal beide Seiten so ein bisschen bedeckt. Das ist schon mal okay. Ja, auf Dauer ist es auch schon ein ziemlicher dichter Batzen an Nägeln hier. 5525. Das müssen wir jetzt noch machen, Leute. Das müssen wir auch noch machen. Das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich mal. Hoffentlich wird der Moab hier nicht durchrushen. Ja, durch die Ablenkung sind halt alle wieder direkt am Anfang. Vom Ninja-Affen. Oh, 5525. Und mir wurde mal gesagt, dass wenn man hier unten jetzt Tatsache... Das sind die ganzen Skills hier nämlich. Das, was ich meinte, was ich hier gerne hätte, haben sie hierhin gemacht. Hier unten beim Stern. Ja, vielen Dank an denjenigen, mit dem mir das gesagt hat. Auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt kommen wir hier unten halt, kommen wir dann alle super Special-Fähigkeiten, wie auch immer. Batsch! Holy shit! Okay, die sind alle sofort aber weg. Also lange hält das nicht an. Das ist ja cool. Können wir jetzt nochmal was machen, wenn es noch reicht, oder? Ne, reicht nicht mehr. Coole Sache, Leute. Also da sieht man, da ist diese ganze Übersicht an Skills, die man aktuell hat. Das ist sehr cool. Genauso ist es mir gewünscht, aber halt ein bisschen übersichtlicher, siehst du? Weiß man nämlich nicht. Oh ne, nicht die Werkstatt schon wieder. Ich muss. Hier ist eine dämliche Werkstatt, wo ich dachte, wo es nur einen Ausgang gibt. Naja, was muss, das muss, ne, Leute? Ja, auf jeden Fall sehr cool, dass man das jetzt sieht hier unten. Ich habe nämlich sogar noch einen Speziallager in diesem Bananatypi, der uns, Bananen einsammelt, sollten wir eine Bananenplantage haben. Und daneben sieht man die Skillshots, das ist ja Wahnsinn. Also, was heißt Skillshots, diese Skills. So. Batsch, 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 batsch. Aber hier kann ich leider kein wirkliches Affendorf platzieren. Zumindest jetzt nicht mehr, weil ich den Ninja-Affen so weit weggesetzt habe. Ja, das mit dem Nagelteppich ist ein cooler Skill, muss ich sagen. Der gefällt mir. Einmal 5 Millionen Nägel hinsetzen, die einfach mal alles beschützen. Sehr interessant. So. Money, gib mir Money. Scharfschützen sind jetzt natürlich teurer geworden, glaube ich, um 5%. Dafür, dass wir jetzt den Ninja geskillt hatten von dem Häuschen her. Das ist dann aber leider so. Und ich glaube, hier brauchen wir jetzt kein Affendorf jetzt hinsetzen. Dafür ist die Range zu gering. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir hier den Magier gleich hin. Und dann hier unten kann ich auch noch was hinsetzen, ne? Richtig genau, wenn wir hier den Superaffen hinpacken. Mir wurde mal auch gesagt, dass dieser Reißnagelwerfer extrem gut ist. Weil er auf dieser Flammenstufe halt extrem viel Damage macht und extrem viele Ballons ploppen lässt. Tja, kann ich leider jetzt nicht gerade so wirklich zustimmen oder ablehnen, das ist keine Ahnung. Feuerkugel. Auf jeden Fall will ich das auch noch irgendwann probieren, keine Sorge. Ich probiere schon noch irgendwann alles. Aber erstmal bin ich jetzt auf dem Ninja-Trip. Ninja-Trieb! So, intensive Magie und dann noch Affensinn. Unser Ninja-Affe macht das schon. Okay, was haben wir denn sonst noch Schönes? Ein U-Boot.
Tja, Affendorf können wir wirklich nicht hinsetzen. Schade. Jetzt ist da eh kein Platz mehr. Da müssen wir jetzt wohl den Superaffen hinsetzen. So, mehr Affen brauche ich ja nicht. Ich habe sogar letztens eine Mission gesehen, wo ich irgendwie 65 Runden überstehen muss mit maximal 5 Türmen. Und da ich ja meistens immer nur so recht wenig Türme setze, ist das eigentlich schon ganz okay, dass wir es auch mal machen sollten. Aber erstmal machen wir die ganzen Leichtmissionen. Dann kann man das dann später, die ganzen Mittelmissionen, und halt noch theoretisch so nebenbei noch eine Dings-Spezialmission machen. Ich glaube, das passt schon ganz okay. Weißballons nähern sich immun gegen Einfrieren. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Irgendwelche waren noch immun gegen irgendwas anderes. Ah, ich habe schon wieder vergessen, gegen was. Theoretisch könnte man Nagelfabriken hinsetzen. Die sind ja auch nicht so teuer. Nagelfabriken hier, einmal hier, einmal hier. Okay, nur da unten. Die laufen ja da lang, genau, die packen das hier ja die ganze Zeit hin. Und ja. Machen wir noch Ablenkung. Dann würde ich sagen, sparen wir auf einen Superaffen. Sollte da irgendjemand unten lang kommen, dann reichen, glaube ich, erstmal die Nägel. Bleibe uns! Oh fuck, da kommen die ja schon. Gut, dass mein Affenlehrling schon da steht. Ja, so ist natürlich hier. Der packt halt die Stacheln nicht ganz nach außen, weißt du? Das ist auch doof. Vielleicht könnte man hier solche diese Nageldinger machen, bis hier. Jetzt die Frage, wo ist der Flammturm gewesen? Wo bist du? Ah, da ist ja der Reichsnagelwerfer. Ich habe das Gefühl, manchmal sind die auch nicht da. Schießt mit einem tödlichen Flammenkreis statt Reißnägel in Fähigkeit, bedeckt die ganze Strecke mit einem Klingenteppich. Spuckt 16 Reißnägel je Salve aus statt die üblichen, sonst üblichen 8. Ja, nehmen wir den oberen Skilltree, würde ich sagen. Da ist der Feuerring. 5 Ballons schon ploppen lassen. Jetzt haben wir zwar mal noch den Superaffen, weil wir so ein bisschen mit dem Geld rumspielen, aber ist kein Problem. Bam! Sollte da irgendwie mal vorbeikommen. Gucken wir mal. Wusch, 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 wusch. Alter, holy shit. Das ist ja cool. Sieht auch interessant aus. So, jetzt sind die ganzen langsamen, die lahmen Dinges wieder. Langstreckenreißnägel. Fliegen weiter als normal. Also höhere Range. Aber hier brauchen wir, glaube ich, keine höhere Range. So, ich sage, packen wir noch den Superaffen an. Und dann packen wir hier noch ganz... Ja, wir brauchen den Superaffen erstmal. Es sind nur noch 12 Runden bis zur Moab. Und das ist nicht so ganz so toll. Wir haben noch lange kein Geld für den Superaffen. Aber da hinten ist safe und hier hinten ist safe. Also eigentlich sehe ich da keine Probleme gerade. 89 Ballons schon ganz so, wow. Krasse Sache. Also sieht schon cool aus. Wie die ganze Zeit rumburnt. Ah, warten wir erstmal die Runde ab. Nicht, dass die wieder aus Versehen irgendwo hinsetze. Wie sie da nicht vorbeikommen. Okay, den Superaffen werde ich mal, ich denke mal, können wir durch ruhig hier hinsetzen. Dass er dann wirklich alles abdeckt, wobei hier hinten vielleicht noch ein bisschen. Setzen wir ihn mal hier hin. Wir müssen so die Range erhöhen. Mehrmals. Das passt schon. Ja, die Range ist okay. So, jetzt müssen wir einfach die Laserstrahlen skillen und dann passt das schon. Ja, die ploppen schon ganz ordentlich, Dinger. Sieht auch cool aus. So, 1000 Fan noch für den Laserstrahlen, für die Laseraugen. Na, kein Leben verloren, sehr schön. Gerade so, glaube ich. Mal noch größere Haufen schneller Produktion. Das sieht mir da unten so ein bisschen schwach aus. So, die letzte Defense. Sagen wir mal ganz kurz hier auf den stärksten wieder. Die letzte Defense hier unten sollte schon ein bisschen mehr haben. Hier ist schon so ein voll ausgebautes Reißnagelwerfer-Ding. Und bisher hat sich ein Nagelfabrik da unten schon sehr gelohnt, muss ich sagen.
Autsch. Sehr autsch. Tja. Der Werfer hat da doch nicht so viel gemacht, wa? Plasmastrahlen. Nächste Runde der Moab. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das wirklich schaffen. Das ist sehr, sehr risky, finde ich. Wir lassen uns mal wirklich überraschen. Ich bin der Meinung, wenn er nach unten da durchkommen will, wäre natürlich ganz cool, weil der Nagelfabrik hier gegen die Ballons im Moab ziemlich gut klarkommt, aber mal gucken. Ich bin gespannt. Machen wir langsamer. Okay, wunderbar, er läuft unten lang. Naja, jetzt läuft er doch wieder oben lang. Eieieiei. Eieieiei. Wieder ein Tarnballon. Ja, es ist halt so. Passiert. Wir könnten hier noch eine Nagelfabrik hin platzieren. Das wäre auch möglich. Falls da irgendeiner langkommen sollte. Hoffen wir mal nicht, aber man weiß ja nie. Atem des Drachen fehlt mir auch noch. Ey, mir fehlt noch so viel eigentlich. Ich denke mal, das Gold kriegen wir hin über die Zeit jetzt, über die zwei Runden. Bis zum letzten Moab. Bis zu den letzten beiden Moabs. Und da ist er nämlich schon. Der Atem des Drachen. Sehr schön. Den Phönix, glaube ich, werde ich nicht mehr kaufen können. Boah, sehr schön, ey. Holy shit, die Nahfabriken bringen es teilweise wirklich. Aber hier hinten ist ja recht einfach, die Nahfabrik hinzusetzen. Weil hier ist ja ein Weg und hier hast du aber zwei Wege. Also ihr wisst nicht so richtig, was du da machen, wirklich machen sollst. Wir machen wirklich den Phönix. Gucken wir mal, wo der lang fliegt. Okay, da hinten lang. Das passt, ist okay. Dann warten wir jetzt noch auf das und dann. Sobald der Moab kommt. Wir können jetzt schon, ja genau. Jetzt kommt er nämlich schon. Bam! Phönix! Geschafft! Oh, ich hasse diese Map wirklich. Die finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber wir haben wieder zwei Maps geschafft. Club Bloon und Inselgruppe kommen da als nächstes dran. Hm, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's wieder mit einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5, Rang 40. Ein Drittel, sage ich mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von BTD5. Ich schreibe mal das Falsche. Darf ich aufklicken? Das kostet 750. Das heißt, nächste Runde oder nächsten Part können wir uns das kaufen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bye, bye.